sich ausgeht. Wir schreiben das Jahr 1914 im wunderschönen Skandinavien. Zum Glück trennen uns Nord- und Ostsee von Mitteleuropa, denn dort wird es zusehends ungemütlich, die Spannungen nehmen zu. Wir sind in der komfortablen Situation, auf riesigen Rohstoffvorkommen zu sitzen, die irgendjemand vielleicht schon bald brauchen wird. Andererseits sind wir auf Lebensmittel angewiesen, wenn wir etwas anderes als Knäckebrot und verfaulten Fisch essen wollen. Stellen wir die Grundversorgung unseres Landes sicher, für was auch immer da kommen mag. Deutschland braucht große Mengen Stahl. Wir wissen nicht genau wozu, aber wir sind in der Lage, diesen Stahl zu liefern. Im Gegenzug können wir Lebensmittel importieren, zum Beispiel gutes Bier, das hier bei uns ganz grässlich Mangelware ist. Thank you.
Gerüchten zufolge soll ein deutsches U-Boot einen schwedischen Schoner mit gar kostbarer Fracht versenkt haben. 5000 Flaschen Champagner, 67 Fässer Cognac und 17 Fässer Wein sollen an Bord gelagert worden sein. Ein Glückspilz, wer diesen Schatz hebt. Die Dame vom Hafen soll mehr wissen. Die Dame vom Hafen meint, sie könne uns weiterhelfen. Neulich sei eine Flaschenpost am Kai angeschwemmt worden. Sie hat uns den Zettel ausgehändigt. Da steht in krakeliger Schrift: Wir Hicks sinken. Schiff Hicks in Not. Dass ihr Hicks den guten Stoff ja nicht verkommen lasst. Guckt Hicks an der Küste im Osten. Hier irgendwo muss es sein. Schicken wir ein Boot los, um die Fundstelle zu orten und diesen wertvollen Kahn zu... Gefunden! Was für ein Glück! Wir haben das Champagner-Schiff gefunden!
Ein unübersichtliches Gewirr aus zweifelhaften Allianzen, Konflikte, die sich da und dort spontan entzünden. Es wird ungemütlich in Europa. Wir sollten zusehen, dass wir in wirtschaftlicher Hinsicht nicht allzu abhängig sind von diesem instabilen Haufen und auch in Krisenzeiten noch etwas zu futtern haben. Das Land muss sich vorbereiten und ausreichende Lebensmittelreserven anlegen. Wir haben den Auftrag erhalten, beim Bau eines entsprechenden Lagerhauses zu helfen. Die Spannungen nehmen zu. Ein Krieg scheint unausweichlich. Am besten, unser Land bleibt neutral, damit wir uns mit niemandem die Geschäfte verderben. Um die Ernährungssicherheit steht es allerdings schlecht. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass der Import von Lebensmitteln schwierig wird. Sorgen wir besser vor. Allerdings sollte die Bevölkerung trotzdem nicht zu kurz kommen.
Es ist schrecklich. Auf dem Kontinent schlagen sie sich die Köpfe ein. Wir halten uns da besser raus. Dumm nur, dass die ganze Kriegerei sich nicht auf den Kontinent beschränkt, sondern auch in der Nordsee stattfindet. U-Boote, Seeminen und kreuzende Kriegsschiffe verhindern den Import der wenigen Lebensmittel, die es überhaupt noch zu importieren gibt. Trotzdem müssen wir die Versorgung unserer Landsleute sicherstellen.
Der Krieg ist vorbei. Und wir haben ihn unbeschadet überlebt. Und das nur dank unseres logistischen Geschicks.